Aber schaut mal bei den allen YouTubern, wie die alle, Dr. Veit und wie die alle heißen, ob die den Auftrag Gottes haben. Für sich reden sie. Und sie verdienen Geld mit dem. Wir sind ärmer als eine Kirchenmaus. Also ich meine, so gesagt, wir verlangen kein Geld, in den Messopfer schon gar nicht. Mammon hat nichts zu suchen hier. Ich meine einfach, wenn wir den Menschen geben für ihre Seele, dann werden sie auch uns in Dankbarkeit schauen, dass wir existieren können. Und das ist jetzt schon 40 Jahre. Es gab mal, dass wir mal für etwas mussten betteln. Zum Beispiel, unser Haus ist ein uraltes Haus, 1800 und etwas, ein Teil davon. Und dann mussten wir mal eine neue Heizung haben, denn die andere spuckte mehr als sie. Dann haben wir gefragt, ob man könnte vielleicht helfen. Und jetzt für ein Haus, es kommen immer mehr Leute von auswärts und wir können einfach nicht empfangen, weil wir keinen Platz haben mehr. Wenn ich doch nochmal von mir reden darf, weil ja die anderen es nicht tun, dann ist mir die Pflicht, muss ich selber. Wenn ihr mal könntet erfahren, welch ein Schmerz in meinem Herzen tobt, ob dem Volke Gottes, welches sich von den Pseudopropheten irreleiten lassen. Glaubt ihr denn, ihr könnt gescheiter sein als Luzifer, die gefallenen Engel? Glaubt ihr, der Teufel kommt und sagt, ja, ihr müsst, hört doch auf mit Beten, also Blödsinn oder was. Sagt er bei anderen auch. Aber er sagt doch, du musst viel mehr beten. Ja, das hört zu wenig. Noch mehr. Eine Mutter mit Kindern, du musst noch viel mehr beten. Geh in die Kirche hinein, bete mehr. Und das so lang, bis die gute, fromme Frau kann nicht mehr. Und der macht so, habe ich sie. Wenn ich so die Claire und der, wie die alle heißen da, Trompete, Posaune Gottes oder wie das heißt, Blümlein Gottes oder was, wenn die reden, es ist fantastische Dinge haben sie. Der Teufel ist ja nicht blöd, er weiß ja, was Gott will. Er kann ja genau das sagen, was noch fehlt in der Kirche. Aber wunderbare Schienen baut er euch. Da gibt es immer ein Nebengeleise. Und da geht man hinein, schaut mal jetzt die Trinitinische Kirche. Wie sagt man denn? Traditionelle Kirche. Unsere Kirche ging total falsch. Also, sie ging immer gerade der Schiene nach und plötzlich ist sie auf dem Nebengeleise. Dann kommt Erzbischof Lübeck. Was macht er? Er sieht das und er stoßt den Zug wieder weit zurück. Aber er stellt die Weichen nicht. Er fährt wieder und schaut, fährt genau gleich wieder. Glaubt ja nicht, dass bei den Griechen Priestern es besser ist momentan. Ich habe ja Weichkinder. Wer ist denn echt von Gott, sagen wir mal das Wort, was ich nicht gerne höre, wer ist denn von Gott begnadet? Also begnadet sind jeder Mensch, wenn er die heilmachende Gnade in sich hat. Aber mein außerordentlich begnadet. Und Gott verzeih mir, aber ich muss halt nochmal sagen, hat jemand von den Pseudopropheten, die da so dick dastehen, haben die jemals Gott gesehen? Ich schon.
Waren Sie schon mal entrückt? Ich schon. Ihr müsst wissen, diese Prediger können fantastisch reden. Ich denke, ich nicht. Aber diese können wahnsinnig gut reden. Das hat der Teufel immer schon gekonnt. Ich sage aber nicht, dass die teuflisch sind. Sie meinen es vielleicht ganz gut auf ihre Art, aber sie sind verblendet vom Rauchen Satans. Dann schaut mal, wenn sie predigen, bekommt ihr dann ein Liebesfeuer im Herzen, das euch anregt, Gott zu lieben. Und zwar eine Liebe, nicht die einem, oh, da tut mir wohl. Eine Liebe, die auch sehr schwer sein kann. Weh tun kann. Ein guter Prediger sollte anregen, dass man Gott liebt. Und das ist das einzige Mittel, das der Teufel nicht kann. Er kann dein Herz nicht anregen, dass du Gott mehr liebst. Deshalb bitte ich euch immer wieder, wenn ihr könnt, wenn es finanziell nicht ertrat, dann sagt es uns, die Waldorta lesen. Das ist, war eine begnadete Frau und die hatte wie Kathleen Emmerich und es gibt noch andere, Riesel Konnersreuth und so. Die wurde immer versetzt in das Jahr, in die Jahre, wo der Heiland unterwegs war. Sie ging mit, erlebte alles, sie hörte die Predigten alles. Das hat sie niedergeschrieben. Und wisst ihr, da lernt man Gott kennen, ins Tiefste hinein. Das ist ja, was auch in einer Ehe sein muss. Man muss immer den anderen ergründen. Wieso macht er jetzt das? Hä? Wieso macht er wieder so einen Blödsinn? Nein. Wieso macht er eigentlich jetzt das? Würde mich jetzt interessieren. Und es muss in euch etwas kommen. Der Heilige Geist. Nichts anderes. Ich habe das schon letzte Zeit oft gehört, dass ich gesagt habe, ich bitte euch, ihr solltet alle, die ganzen, überhaupt alle Rechtgläubigen oder Gläubigen, sollten den Heiligen Geist so erbitten, dass er kommt, wie die Juden dazu mal den Messias erfleht haben.